Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft PS4 Edition hier im wunderschönen Goldarion. Ja, letzte Folge war ja nicht so erfolgreich. Wir haben zwar den Dschungeltempel erreicht, aber durch Unachtsamkeit von mir bin ich ja gestorben und habe alles verloren. So, ja, so ziemlich alles einfach verloren. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal wieder kurz zusammenschustern, weil ich nämlich gerade überhaupt den Plan verloren habe, weil ich hatte jetzt erstmal eine lange Zeit Pause gemacht, das wisst ihr ja vielleicht. Auch so übers Wochenende habe ich mir jetzt erstmal ein bisschen freigenommen und jetzt bin ich wieder dabei, jetzt mache ich wieder weiter. Auch wenn es manchmal echt schwer fällt, weil so viel Frustration einfach, es ist schon ein bisschen derbe. So. Also wir haben Futter, wir brauchen definitiv mindestens eine, zwei oder zwei Karten. Jetzt gucke ich gerade mal, wie viel Paper haben wir denn? Nicht so viel. Wir brauchen viel mehr Papyrus. Oder Papoi. Toll. Davon kriegen wir sechs Papier. Naja, muss reichen. So, leere Karte. Ach, da, allein dafür brauchen wir ja schon. Oh Mann. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Ich muss erstmal gucken, habe ich überhaupt eine Rüstung? Ja, eine Rüstung habe ich, das ist gut. Habe ich das eigentlich echt noch gemacht? Hatte ich mir noch eine Rüstung gemacht? Da bin ich jetzt etwas... Ach ja, genau, ich erinnere mich. Natürlich. Ja. Ich möchte nämlich eigentlich wirklich noch, auch wenn es wahrscheinlich aussichtslos ist, trotzdem möchte ich gerne noch zu dem anderen Dschungeltempel. Und ich weiß, wir könnten auch einfach so hinreisen, aber ohne Koordinaten, das heißt ohne Karte, wird das gar nichts. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Karte wenigstens. So. Das ist jetzt zumindest mal eine Karte. Eine leere Karte. So, die verwende ich auch hier für diesen Bereich. Der dürfte eigentlich schon so ziemlich aufgedeckt sein. Ja. Okay. Gut, das passt. Ne, weil der nächste Dschungeltempel ist da. Also wir waren ja bei dem einen, der war ja 1000 x 1042 und z minus 227. Wir müssen jetzt auf x minus 1300 und minus 838 ungefähr. So Pi mal Daumen. Ja, ungefähr. Wo hatte ich eigentlich mal das Zuckerrohr hin? Ah ja, okay. Gut, wir haben zumindest mal eine Karte. Das heißt, wir haben die Koordinaten. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wir haben ein Pferd, ich habe Schwerter dabei, Fackeln. Also was hält uns eigentlich noch auf? Marschieren wir gleich los. Ich will keine Zeit verschwenden. Es ist auch gerade Tag, das ist gar nicht so unverkehrt. Da sind's. Wieso sind es da eigentlich jetzt nur drei Kürbisse? Ja, der wächst noch, okay. Gut, die Leine nehmen wir natürlich wieder mit. Können wir jetzt eigentlich... Ah ja, okay, wir können auch so aufsteigen, das ist gut. So, ich gehe mal davon aus, dass wir erstmal in diese Richtung müssen. Ach ja, es gab ja so ein kleines Update. Da wurden so minimalistische Veränderungen vorgenommen. So ein paar Bugfehler behoben und so weiter und so fort. Ich wüsste jetzt nicht, dass was Größeres, Neueres dabei gewesen ist. Irgendwas mit den Pferden, mit den Bewegungen. Anscheinend geht es jetzt viel flüssiger. Kommt mir jetzt auch so vor. Wenn man bedenkt, dass es vorher immer so gehakelt hat, dann scheint es auch zu stimmen. Ah, da ist Zuckerrohr. Wisst ihr was? Das nehmen wir mit. Ja. Ist jetzt doof. Okay, so geht's auch. Das Zuckerrohr nehmen wir nämlich gleich mit, weil da kann ich nämlich aus... Da kann ich nämlich auch unterwegs vielleicht sogar noch eine Karte draus machen. So, apropos Karte. Wir müssen auf jeden Fall auf x minus 1000. Und was hatte ich jetzt gesagt? Ah ja, 800 Blöcke in diese Richtung. Hi ho, Silver, hi ho. Also auf geht's. Das heißt, wir können wieder durch die coolen Highlands reiten, die da hinten irgendwo dann sein werden. Wir können auch ein bisschen schräg reiten.
Dann können wir dann am besten dann wahrscheinlich hin. Ich versuche jetzt mal auf Anhieb nicht zu verlatschen. Es wäre ein Traum, wäre das. Jetzt, wo ich gerade mal auf dem Pferd sitze. Ich finde das ja so geil, dass das hier auch so funktioniert. Das finde ich schön. Ich bin normalerweise kein Fan davon, so halbe Bäume stehen zu lassen. Aber ey, es ist mitten im Wald. Es interessiert doch kein Schwein. Außerdem bin ich Herr dieser Welt. Oh, da oben, da wäre es so geile Location für, keine Ahnung, wenn ich da so gucke, hier so ein Schloss und da auf dem Hang so ein Weg hoch und dann hier, oh. Ah, ich schwärme schon wieder, ich weiß. Ich bin auch mal sehr gespannt, was ich eigentlich, ein rosa Schaf. Ich bin auch mal sehr gespannt, was ich eigentlich tun werde, wenn ich diese Welt hier soweit fertig habe. Oh, wow. Wow, 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 wow. Was ist denn hier passiert? Also jetzt haben wir genug. Jetzt könnten wir locker noch zwei Karten machen. So, sind wir eigentlich schon an der Grenze? Nein, sind wir nicht. Okay. Ja, zurück zum Thema. Ja, was ich eigentlich mache, wenn ich diese Welt hier abgeschlossen habe. Ich wollte eigentlich zu Clouds Welt. Also, ihr kennt ja Cloud Place. Beziehungsweise Cloud Hardy hieß er ja eigentlich die ganze Zeit. Ich nenne ihn mal Cloudy. dort wollte ich eigentlich mitmachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt noch Chaos macht. Ich glaube, der ist jetzt eher mehr mit Minecraft Dirge und anderen Projekten halt beschäftigt. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, wie wir das dann machen. Also beziehungsweise wie ich das dann mache. Ach fuck, deswegen der Zaun. Okay, also schön. Eine Werkbank. Jetzt weiß ich, warum ich das Zaunstückchen dabei hatte. So. So, jetzt können wir doch. Achso, Papier. Gut, das reicht. So. Jetzt können wir wirklich noch zwei Karten erstellen. Eins, zwei. Gut. Die eine Karte fängt, hört nämlich hier auf, habe ich gesehen. Also, sobald ich das gesehen habe. Ja, die hört nämlich genau hier auf. Also, gucken wir mal rein. Ah, okay. Ah, sehr schön. Genau so. Freilassen. Aufsteigen. So, brauche ich die Werkbank? Brauchen wir die? Brauchen wir die? Nö, brauchen wir nicht. Das heißt, wir müssen noch ein ganz, 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 ganz klitzekleines Stückchen in diese Richtung. Ich kann mich an diesen Berg hier erinnern. Ich glaube, mir kommen da irgendwelche Sachen, dass wir hier schon mal waren. Nur von der anderen Seite gekommen. Oh, es ist schwierig, mit dem Pferd hier so einen Berg jetzt rauf zu. Irgendwie gerade ein bisschen ungut. Ach, ich versau das immer mit die Sprünge. Hoch mit dir. Jawohl. Komm. Hier an die Ecke. Ja, sehr schön. Brav gemacht. Braver Junge. Ein ganz guter Junge. Ein ganz lieber Junge. Ja, ist ja gut. Ich weiß, ich höre auf. Ja, doch, ich erinnere mich da an etwas. An etwas Böses. An etwas mit ungeahnten Kräften. Das ist doof. Jetzt geht's hier so beschissen runter. Das Problem ist, auf dem Pferd sieht man da nicht so viel. Soll ich denn jetzt da so... Am besten wäre wahrscheinlich da... Und dann hier so an die Ecke und dann da so rüber und hier so um die Ecke rum und zack, schon sind wir unten. Jawohl. Gut. Bevor ich jetzt aus Versehen die andere leere Karte nehme, tue ich die mal zurück ins Inventar. Weil sonst haben wir ein Problem. So. Z-800. Das heißt, wir sind eigentlich sogar schon relativ in der Nähe. Gut, relativ ist natürlich relativ. Ach, schon wieder hier so ein Käse mit dem Käse hier. Habt ihr das gesehen? Hier hat sich ein Loch aufgetan, eine Spalte genau in der Mitte. Ich weiß, meine Witze waren auch schon mal besser. Nö. Ah, das gibt's doch nicht. Wir hätten nicht so schräg reisen dürfen, sonst brauche ich wirklich zwei Karten dafür. Das ist doof. Jetzt
Habe ich gerade gedacht, es wäre ein Tempel. Apropos Tempel, man kann auch mal nach dem Wüstentempel Ausschau halten, wenn wir schon hier sind. Ich glaube, hier waren wir aber schon. Gut, schwer zu sagen. So. Wir sind gleich da. Minus 889. Und dann müssen wir eine ganze Zeit lang nach links. Aber ich sehe schon, dass wir wirklich wieder an der Grenze sind. Das ist doof. Wir müssen noch circa 500 Blöcke in diese Richtung. Ich hoffe, dass unser Weg überhaupt so weit reicht. Scheiße. Also ich habe echt einen Fehler gemacht. Sorry. Das hätte ich anders machen sollen. Naja. Was willst du machen? Aber egal, jetzt können wir die Karte mal so erkunden. Ist ja auch mal interessant. Und wir finden zumindest halbwegs wieder zurück. ich reite doch schon wieder in so eine blöde Wasserenge rein. Ja, natürlich. Ich find's doof, dass man mit dem Pferd nicht schwimmen kann, wenn man drauf sitzt. Das ist irgendwie, das müssten sie patchen. Das ist eins der Dinge, die mich irgendwie persönlich ein bisschen stört. Also das ist wirklich ein No-Go für mich. Ja, halt in so ein Block tiefen Wasser geht's ja, aber... ich hänge und es wird dunkel. Und meine Stimme versagt. Mal wieder. Okay, so. Wir müssten doch eigentlich bald da sein. Und hier soll wirklich ein Dschungeltempel sein? Hier ist doch nicht mal Dschungel. Ja gut, es sind noch 300 Blöcke. Man sollte das nicht unterschätzen. Hä? Ah, ja, nee. Ich frag da jetzt gar nicht nach. Hat wehgetut. Wo geht's denn hier noch durch? Es wird schon wieder so düster und dunkel. Das heißt, ihr seht wieder mehr als ich. Schade, dass ich nicht im Livestream mache, könntet ihr mir den Weg sagen. Ich verlatsche mich jetzt gleich bestimmt wieder. Wenn ich mal jemals... Ah, ja. Ah. Oh, nee. Ich habe Angst. Die Musik setzt aus, ich habe Angst. Ich sehe ja nichts. Wo sind wir denn? Wir sind doch bald da. Warum kommen wir eigentlich immer nachts bei so einem Scheiß an? Bei so einem Tempel, sorry. Sorry für den Kraftausdruck. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt erstmal hier an die Wüste, an den Rand. Ja, genau, hier ist gut. Ja. Ich habe zwar keine Wolle. Hä? Warte mal. Ups. 8300. Uha. Wir müssen noch 300 Blöcke in diese Richtung. Böser, böser. Okay. Also Wüste war normalerweise immer böse. Vor allem nachts. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade mal keine andere Wahl. Also bleibe ich jetzt erstmal hier. Und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Da ist ein Enderman. Und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet, dürfte es eigentlich tagsüber sein. Ja. Da ist noch ein Ender. Ne, ist nicht. Aber ein Skelett. So langsam wird's kritisch. Nun gut. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bleibt dran. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.